Unser Sender ist Partner der regionalen Wirtschaft und Institutionen. Diese Sendung entstand in Kooperation mit dem Krankenhaus Barmherzige Brüder Regensburg. Seit 2018 unterstützt der Verein Raphael in Regensburg obdachlose Menschen mit medizinischer Hilfe und Medikamenten. Und 2020 haben wir hier das erste Mal aus dem Studio über den Verein berichtet. Und seitdem hat sich schon wieder unheimlich viel getan. Die Versorgung, die ist ein stabiler Anker geworden für viele Betroffene. Und dem Verein selbst wurde auch ein sehr großer Wunsch erfüllt. Damit herzlich willkommen zum TVA Gesundheitsforum. Und ich freue mich besonders, dass heute Dr. Eva Gutdeutsch, die erste Vorsitzende des Vereins, und Melanie Tomaschko, Streetworkerin und mittlerweile fest beim Verein angestellt, wieder gekommen sind. Herzlich willkommen, schön, dass Sie beide da sind. Guten Abend. Frau Dr. Gutdeutsch, für alle, die damals vielleicht die Sendung nicht gesehen haben, wenn Sie Ihren Verein bitte noch mal so ein bisschen kurz vorstellen und ja, welche Menschen betreuen Sie denn in Regensburg? Also wir sind ein gemeinnütziger Verein, inzwischen seit 5 Jahren in Regensburg tätig und kümmern uns um medizinische Versorgung von Obdachlosen, anderweitig Bedürftigen und insbesondere auch von Menschen ohne Krankenversicherung. Und da gibt es mittlerweile 2 Anlaufstellen, wo sich die Menschen auch hinwenden können. Genau, wir haben 2 Ambulanzen, jeweils Dienstagnachmittag, einmal beim Drugstop-Kontaktladen in der Landshuter Straße 10. Und am Ende des Nachmittags wechseln wir in den Tag-Nacht-Halt der Caritas in der Landshuter Straße 49. Ja, wie sieht das aus, wenn die Menschen da auf der Straße betreut werden? Wie kommt der Verein mit den Menschen in Kontakt? Das zeigen wir Ihnen jetzt mal in unserem ersten Filmbeitrag. Wo immer diese Aufschrift auftaucht, sitzt in den allermeisten Fällen Melanie Tomaschko auf dem Lastenrad und es naht Hilfe für obdachlose Menschen in Regensburg und für Menschen ohne Krankenversicherung. Die Streetworkerin arbeitet direkt für den Verein Raphael. Der wiederum wird seit seiner Gründung vom Krankenhaus der Barmherzigen Brüder unterstützt. Zusammen mit anderen Streetworkern berät Melanie Tomaschko die hilfsbedürftigen Menschen, wenn es um allgemeinärztliche oder zahnmedizinische Hilfe geht. Wir sind schwerpunktmäßig im Bereich von der Albertstraße und am Bahnhofsvorplatz unterwegs, aber fahren auch durch die Innenstadt und sind teilweise auch in Stadtgebiete unterwegs. Wenn wir irgendwie einen Anruf bekommen oder erfahren, dass da jemand ist, der obdachlos ist, dann suchen wir die quasi auch vor Ort. Und was auch noch so ein bisschen ein Schwerpunkt ist, ist der Ostpark. Also wir sind 3 Streetworker in Regensburg und wir haben uns das so ein bisschen aufgeteilt von den Zeiten. Also ich persönlich, ich bin immer vormittags unterwegs und dann eben in den genannten Bereichen. Viele der Betroffenen kennen die junge Frau inzwischen ganz gut, so wie dieser Mann. Seit einigen Tagen hat er starke Zahnschmerzen. Okay. Das Schlimme waren über Nacht, ja, oder gleich drin. Ja, Tabletten, aber halt nicht. Aber könntest du dir vorstellen, halt eine Behandlung aufzuschieben? Ja. Bei Bedarf geht die Streetworkerin auch mit zum Arzt, um Hemmschwellen abzubauen. Ja, also hier ist Raphael. Ja, die sind oft erstmals irgendwie skeptisch. Bei vielen ist so, da gibt es Probleme irgendwie mit der Krankenversicherung. Dann trauen sie sich deswegen nicht zum Arzt zu gehen. Oder sie haben irgendwie schon schlechte Erfahrungen gemacht. Zahnarzt ist natürlich ja immer was, wo viele nicht gerne hingehen. Und da ist halt erstmal so dieser Vertrauensaufbau. Dann die Leute irgendwie zu motivieren. Genau. Und dann meistens klappt es dann aber eigentlich ganz gut, dass sie dann mit uns hingehen. Für Menschen, die schon länger auf der Straße leben oder nicht krankenversichert sind, ist dieser Schritt manchmal gar nicht so einfach. Doch inzwischen ist das Angebot schon gut bekannt. Allerdings verlieren auch immer wieder neue Menschen ihre Wohnung oder leben auf der Straße. Darum ist es wichtig, dass Melanie Tomaschko weiterhin unterwegs ist. Bei ihrer Hilfe und ihren Gesprächen geht es nicht immer nur um den Arzt. Kann ich mir einmal eine Flasche Wasser?
Viele Lebensmittel haben wir dabei, Wurstsemmeln zum Beispiel, Käsesemmeln gegen den Hunger, was zu trinken. Und heute Nachmittag hat die Streetworkerin einen Zahnarzttermin, denn sie wird den 50-Jährigen dorthin begleiten. Frau Tomaschko, ich kann mich noch erinnern, als Sie gestartet sind, da war das damals gar nicht so einfach, mit den Menschen, die eigentlich die Hilfe brauchen, in Kontakt zu kommen, weil die sich manchmal auch nicht trauen, ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ist es inzwischen leichter geworden? Ist Ihr Angebot auch schon ein bisschen bekannt in der Stadt? Ja, ich glaube, dass wir uns jetzt über die Jahre im Hilfesystem und aber der Zielgruppe ganz gut etabliert haben. Also die Leute haben mittlerweile Vertrauen zu uns gefasst. Die kommen gern und auch häufig in die Sprechstunde. Und auch unsere Zahlen zeigen eigentlich, dass wir immer zunehmende Patientenkontakte haben. Das hat man ja auch gesehen, wie wir mit Ihnen unterwegs waren da in Bahnhofsnähe. Man kennt Sie und die trauen sich einfach mittlerweile, die Menschen. Genau. Frau Dr. Gutdeutsch, das Engagement, das der Verein hier leistet, das wird auch wahrgenommen und honoriert. So konnte der Verein jetzt zum Beispiel eben die Frau Tomaschko fest anstellen. Ja, da sind wir sehr froh. Anfänglich wurde sie über Projektgelder vom Sozialministerium bezahlt. Und dann ist es gelungen, dass sie eine volle Stelle bekommt, die 50% vom Bezirk übernommen wird und anteilig von der Stadt Regensburg und dem Landkreis, sodass der Verein einen wirklich nur geringen Anteil zahlen muss. Ja. Und auch das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder unterstützt Sie ja nach wie vor. Es ist Ihnen sogar gelungen, dass die Menschen jetzt auf Rezept auch in bestimmten Apotheken Medikamente holen können. Ja, wir haben zwei kooperierende Apotheken gefunden, in die die Patienten gehen können mit ihren ausgestellten Rezepten, die dann eingelöst werden und die Rechnung an den Verein gestellt wird. Das ist sehr glücklich. Ja. Und da ist auch sichergestellt, dass die Medikamente bekommen, die sie bekommen die sollen. Die sie brauchen, genau. Ja. Ja, und wir sprechen eben über den Verein Raphael, der in Regensburg obdachlose Menschen medizinisch versorgt. Seit mittlerweile 5 Jahren gibt es dieses Projekt. Und auch von Anfang an, da hatte der Verein noch einen zweiten Wunsch, die Versorgung noch besser zu machen. Das war aber anfangs gar nicht so einfach. Ja, und welcher Wunsch das war, das erzählt uns jetzt Dr. Udo Stellbrink, er ist der zweite Vorsitzende des Vereins Raphael. Wir haben natürlich bei unseren Ambulanzzeiten immer wieder festgestellt, dass wir viele Patienten durchaus hatten, die auch wegen Zahnschmerzen zu uns kamen. Und natürlich, wir konnten mehr oder weniger entweder sagen, ja, wir können da jetzt gerade mal was machen, aber wir können nichts Grundsätzliches machen. Dazu müssten Sie jetzt entweder zu einem niedergelassenen Zahnarzt gehen. Da hatten wir auch schon jemanden, der gesagt hat, ja, zu uns können Sie die Leute schicken, nur nicht so viele. Und irgendwann haben wir gedacht, wir müssen dafür eine Lösung finden. Es ist ja auch so, wir haben dann ganz bewusst vermieden, bei der Untersuchung so ungefähr zu sagen, machen Sie mal einen Mund auf, denn da erwartete uns dann in der Regel ein so unerfreulicher Befund, dass wir da haben lieber nicht, gar nicht erst sehen. Und dann haben wir gedacht, wir müssen eine zahnmedizinische Ambulanz irgendwie etablieren. Das hat sich dann langsam gesteigert. Wir waren so in dem Anfangsteam 5, 6 Zahnärzte, die sich da eingebracht haben. Ja, der Einsatz von Dr. Udo Stellbrink hat das möglich gemacht, aber natürlich auch Zahnärzte aus der Oberpfalz, Frau Tomaschko, die eben da die Patienten zahnmedizinisch auch versorgen. Nur die brauchten da natürlich auch so eine Art Praxiseinrichtung, wie wir das gesehen haben. Und da ist dann die Stiftung Obdachlosenhilfe Bayern eingesprungen. Genau, also über die Stiftung Obdachlosenhilfe Bayern konnte man dann eine mobile Behandlungseinheit finanzieren und auch verschiedene Verbrauchsmaterialien, die man eigentlich täglich braucht in der Sprechstunde. Das kennt man ja vom Zahnarzt, Instrumente etc., den Stuhl hat die Hilfe bezahlt. Und dann arbeiten die Zahnärzte auch sozusagen ein bisschen im Hintergrund. Was gehört denn dann noch dazu, wenn man so einen Patienten dort versorgt? Genau, wir haben sowohl die Zahnärzte und Zahnärztinnen vor Ort, die dabei sind, aber es gibt auch Praxen, die zum Beispiel die Sterilisation unserer Instrumente übernehmen oder die Röntgenbilder für uns anfertigen. Ja, also das kann man sich gut vorstellen.
dass da schon jede Menge Aufwand nötig ist. Und wie das genau vor Ort aussieht, was die Zahnärzte da machen, das haben wir uns mal angeschaut in der Landshuter Straße. Und das wollen wir Ihnen jetzt auch mal zeigen an der Stelle. Ein Patient mit Zahnschmerzen kommt zur Behandlung. Heute übernimmt das Dr. Florian Geineder, eigentlich niedergelassener Zahnarzt in Heinz Acker. Doch für diesen Mittwochnachmittag ist er umgezogen in die Landshuter Straße 49 in Regensburg. Im Tag- und Nachthalt der Obdachlosenunterkunft der Caritas bietet der Verein Raphael immer seine allgemeinmedizinische Ambulanz an und immer mittwochs die zahnmedizinische Sprechstunde. Die betreuenden Zahnärzte können hier bei vielen Erkrankungen helfen. Ja, vom Behandlungsspektrum kann man eigentlich das komplette Programm der Zahnmedizin anbieten, von der einfachen Füllungstherapie, weil was weggebrochen ist, weil was kratzt, das kann man sehr schön beheben, oder auch tiefe Kariesbehandlung, bis hin, wenn ein Zahn abgebrochen ist, was ja oft vorkommt bei desolaten Gebisszuständen, kann man natürlich auch Zähne entfernen oder Wurzelreste entfernen. Das ist alles möglich. Bis hin auch im Vorfeld auch Wurzelkanalbehandlungen können wir durchführen. Also das ganze zahnärztliche Behandlungsspektrum ist da. Die Zahnbehandlung ist für obdachlose Patienten kostenlos, genauso wie für Patienten ohne Krankenversicherung. Etwa 10 Zahnmediziner wechseln sich ab und auch Zahnmedizinstudenten unterstützen die Sprechstunde. Praxisequipment und Ausrüstung werden gestellt und die Ärzte sind für ihre Tätigkeit auch mitversichert. Aktuell könnte der Verein noch die Hilfe weiterer Zahnärzte brauchen. Es ist nicht so viel Arbeitsaufwand, aber es ist schon zeitlicher Aufwand. Das ist klar, wenn ich an meine Anfangszeiten denke in der Praxis, da hast du andere Sachen im Kopf. Und das muss man auch ehrlich sagen, du musst schon frei sein, dass du das locker machen kannst und nicht irgendwie dich da verpflichtet fühlst. Wenn du das dir eingestehst, sagst, ja, soweit bin ich jetzt und ich mag irgendwie einen Beitrag leisten, dann kann man sich hier auf alle Fälle wohlfühlen und dann kann man den Leuten helfen. Wir brauchen noch mehr Zahnärzte, um wirklich diese natürliche Schwankungsbreite, was die Einsatzfähigkeit angeht, auszugleichen. Dafür haben wir jetzt wieder zum Ende dieses Jahres einen Aufruf gestartet. Und ich hoffe, dass wir wieder eine gute Resonanz haben werden. Florian Geineder ist jetzt seit rund 2 Jahren ehrenamtlich dabei. Die Arbeit mit den Patienten hier macht ihm Spaß. Aus medizinischer Sicht ist die wie in seiner eigenen Praxis. Und doch sind die Patienten ein bisschen anders. Man muss eines, glaube ich, ablegen, den zahnärztlichen Habitus. Man muss eher der Freund sein. Man ist auch gleich per Du, der Zahnarzt ist per Du. Du bist der Zahnarzt und du hilfst und dann funktioniert das. Und die haben ja meistens sehr große Angst. Deswegen schauen die ja auch so aus, wie sie ausschauen. Und wenn man das schafft, auf diese Ebene zu begeben, dann hat man auch Erfolg, dann haben die auch sehr schnell Vertrauen und wollen dann wieder kommen. Bei diesen Patienten ist das Vertrauensverhältnis schon da. Er kommt regelmäßig zur Behandlung. Daneben bietet der Verein Raphael den Betroffenen noch weitere Unterstützung an. So ist Streetworkerin Melanie Tomaschko auch bei der Bürokratie behilflich, wenn es darum geht, Anträge auszufüllen oder doch wieder Kontakt zu Krankenkassen aufzunehmen. Okay. Und dann sehen wir uns demnächst wieder. Okay, dann sage ich Dankeschön. Ja, mittlerweile auch eine ganz wichtige Anlaufstelle eben bei zahnmedizinischen Problemen. Unabhängig davon, Frau Tomaschko, wir haben Sie gerade gesehen, wie Sie auch mal helfen, Formulare auszufüllen, helfen, Bürokratie zu erledigen. Und manchmal, glaube ich, gelingt sogar, dass man wohnungslose Menschen auch wieder in eine Krankenversicherung bekommt. Also das oberste Ziel vom Verein ist es, die Patienten in die Regelversicherung zu integrieren. Und wir unterstützen dann auch bei verschiedenen Anträgen und schauen einfach von Fall zu Fall, was kann man eben machen, damit die Patienten wieder gesetzlich versichert sind. Mhm. Und was ja auch ein wichtiger Ansatzpunkt ist, dass wir sie auch wieder in die Regelversorgung bekommen. Also wenn sie jetzt erstmal bei uns dann Anschluss gefunden haben, dann schauen wir auch, dass wir wieder eine
allgemeinmedizinische oder fachärztliche Anbindung finden für die jeweiligen Patienten. Und das gelingt uns eigentlich auch zunehmend. Also wir haben ein gutes Fachärztennetzwerk und auch Allgemeinmediziner, die bereit sind, die dann krankenversicherten Patienten zu übernehmen. Mhm. Ja. Und manchmal, glaube ich, fällt dann auch so ein bisschen die Hemmschwelle oder man lernt die Ärzte kennen und dann trauen sich die Leute auch regelmäßiger wieder zu gehen. Ja, denn unsere Patienten haben ja oft schon die Sorge, wenn man eine Arztpraxis betritt, dann muss man viele Formulare ausfüllen. Da sind die schon sehr unsicher. Und das ist richtig, wenn die dann die Arzthelferinnen kennen und wenn sie wissen, wo das Wartezimmer ist, dann fühlen sie sich einfach wohl und angenommen und dann klappt das oft wieder. Ja. Momentan ist es noch in der Landshuterstraße. Rein theoretisch könnten Sie, glaube ich, mit diesem zahnmedizinischen Equipment auch mal unterwegs sein. Genau, das ist auch möglich. Also wir haben uns extra eine mobile Einheit angeschafft. Ist bis jetzt noch nicht passiert, aber man weiß nicht, was die Zukunft bringt. Man wird sehen, wenn der Verein vielleicht auch noch ein bisschen bekannter ist, noch ein bisschen breitere Unterstützung bekommt. Vielleicht kann man dann auch mal noch den Ort wechseln. Schauen wir noch ein bisschen auf die Zahnärzte, Frau Tomaschko. Ich glaube, da könnten Sie auch noch Unterstützung brauchen, vor allem wenn es dann eben um den Zahnersatz geht oder Zahnlabore. Was wäre denn da noch wichtig? Genau, wir sind immer auf der Suche nach kooperierenden Zahnlaboren. Also wir haben Patienten ohne Krankenversicherung, die beispielsweise schon einen Zahnersatz haben. Da ist irgendwie eine Reparatur fällig und die sowas dann kostenlos übernehmen würden. Wir könnten uns aber auch vorstellen, einen neuen Zahnersatz anzufertigen. Und da sind wir eben auch auf der Suche nach Labore, die sich das vorstellen könnten, uns zu unterstützen. Das kennt man ja selber vielleicht vom Zahnarzt. Das heißt, der Zahnarzt würde festlegen, was braucht man da an Ersatz. Und dann mit dem Zahnlabor könnte der zusammenarbeiten, wenn die Sie unterstützen. Frau Gutdeutsch, nicht nur Zahnmediziner sind gefragt, glaube ich, es könnten auch Allgemeinmediziner Ihnen unter die Arme greifen, zum Beispiel welche, die in Ruhestand gegangen sind. Genau, wir freuen uns immer über Interessierte, sowohl Pflegekräfte als auch Ärzte. Jeder darf gerne mal kommen und bei uns reinschnuppern. Und natürlich sind Allgemeinmediziner von dem medizinischen Spektrum, auf das wir treffen, die idealen Ärzte. Und wenn da jemand ist, der gerne noch ein bisschen weiterarbeiten möchte, dann ist er herzlich eingeladen. Das Gleiche gilt, glaube ich, auch für die Zahnärzte, auch zahnmedizinisches Fachpersonal. Wer da Interesse hätte, einfach mal vorbeikommen möchte, soll sich an uns wenden. Wir freuen uns. Ja. Und auch weil Sie die Helferinnen angesprochen haben, haben wir auch gesehen im Beitrag, sind auch wichtig. Wer käme da in Frage? Also sämtliche Helferinnen mit zahnmedizinischer Ausbildung oder vergleichbarer Ausbildung, wenn sie irgendwelche Erfahrung in dem Bereich haben und gerne mithelfen würden. Dann für uns die allgemeinmedizinische Fachangestellte, Krankenpflegepersonal. Ja. Und wir haben es auch gehört, das ist, sag ich mal, ein überschaubarer Zeitaufwand, aber man könnte da wirklich viel Gutes tun. Dann drücke ich Ihnen schon mal die Daumen, dass sich da jemand meldet. Aber eigentlich kann jeder auch den Verein unterstützen durch Geldspenden. Wir haben auch mal die Kontonummer hier für Sie vorbereitet. Die Kontonummer sehen wir hier eingeblendet. Frau Gutdeutsch, für was brauchen Sie denn auch Geldspenden? Und ja, kommt das Geld dann auch direkt beim Verein an? Was wir hauptsächlich bezahlen, sind Medikamente. Also gerade Patienten, die zum Beispiel schwer kardial erkrankt sind, brauchen sehr spezielle Medikamente. Dafür geht das Geld aus. Und dann haben wir ja Verbrauchsmaterialien wie in einer normalen allgemeinärztlichen Praxis. Verbandsmaterialien, also Blutzuckergeräte. Für sowas geben wir das Geld aus. Und die Einzige, die bei uns Geld bekommt, ist die Frau Tomaschko. Alle anderen arbeiten ehrenamtlich, auch in der Verwaltung, sodass es wirklich direkt dann an den Patienten weitergegeben werden kann. Und kann man schon sagen, wie bekannt ist der Verein schon? Also kommen da schon regelmäßig Spenden? Ja, also ich glaube, man könnte an der Bekanntheit noch etwas ändern. Aber wenn wir dann wieder Gelder brauchen, dann sprechen wir auch teilweise gezielt Leute an. Aber grundsätzlich brauchen wir Spenden und freuen uns über Spenden, egal wie hoch die Summe ist. Ja, ja, das wäre ja auch unser Anliegen, eben den Verein, die Arbeit des Vereins ein bisschen bekannter zu machen und Sie vielleicht auch mal für dieses Thema zu begeistern. Denn Frau Tomaschko, das können ja auch mal ganz kleine Spenden sein. Also da kann jeder, der möchte, könnte auf das Konto überweisen und Ihnen helfen. Genau, uns hilft schon jeder Centbetrag. Medikamente sind ja oftmals auch gar nicht so teuer und dann kann man das gut einsetzen. Ja.
Also wir zeigen Ihnen nochmal hier die Kontonummer. Wenn Sie das weiter noch vertiefen wollen, dann können Sie natürlich auch mal auf die Seite des Vereins gehen. Da gehen Sie einfach auf raphael-regensburg.de und Raphael mit F geschrieben. Und das passt ja jetzt vielleicht auch so ein bisschen zur Vorweihnachtszeit, dass man da überlegt, ich würde gerne spenden, wen kann ich unterstützen? Und diese Gelder, die würden auf alle Fälle hier in der Region bleiben. Frau Gutdeutsch, wenn Sie noch mal zurückschauen vor 5 Jahren, wie Sie gestartet sind, wir haben jetzt schon gehört, Sie haben da viel auf die Beine gestellt. Hätten Sie das damals gedacht, dass Sie dann doch so auch Hilfe von den Kollegen bekommen und dass das so funktionieren würde? Nein, also wir sind ganz erstaunt, dass wir letztlich jetzt eine etablierte Anlaufstelle in der Stadt sind. Niemand hätte damit gerechnet und dass wir einfach dazugehören, dass wir auch um unsere Meinung gefragt werden, wenn es in Gremien darum geht, was gemacht werden soll. Nein, wir fühlen uns wohl und akzeptiert und freuen uns letztlich sehr, auch für unsere Klienten diese Akzeptanz zu haben. Ja. Und was ist denn so Ihre Motivation damals gewesen? Warum bringen Sie sich ein in dem Projekt? Ich wollte immer schon in so einer Straßenambulanz arbeiten und war eigentlich davon ausgegangen, dass es die hier in Regensburg gibt. Und es gab sie nicht. Und ich freue mich immer noch um jede Sprechstunde, die ich da machen darf. Ja. Man kriegt sehr viel von den Patienten auch zurück, was vielleicht im Alltag, in einem durchgetakten medizinischen Alltag oft nicht so der Fall ist. Ja. Wir sind sehr dankbar. Wie war das bei Ihnen? Wie sind Sie zu dem Verein gekommen? Wir haben ja gesehen, Sie sind auch bei Kälte unterwegs, Sie sind viel draußen unterwegs, aber ich glaube, Sie wollen das auch nicht mehr aufhören, hatte ich den Eindruck heute. Genau, ich habe über Studium ein Vorpraktikum in dem Bereich gemacht und so bin ich dann eben zu der Stelle gekommen und seitdem auch dabei. Ja, dann hoffe ich mal, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dass wir Sie da vielleicht ein bisschen aufklären konnten, dass es A, diesen Verein gibt, was der Verein macht und dass das wirklich eine ganz, ganz wichtige Arbeit ist, die mittlerweile auch ankommt und auch schon in der Stadt anerkannt wird. Damit darf ich mich bei Ihnen bedanken fürs Zuschauen und bei Ihnen beiden ganz herzlich bedanken, dass Sie heute bei uns waren und nochmal von Ihrer Arbeit erzählt haben. Vielen Dank. Dankeschön. Unser Sender ist Partner der regionalen Wirtschaft und Institutionen. Diese Sendung entstand in Kooperation mit dem Krankenhaus Barmherzige Brüder Regensburg.